Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier an der Gesundheitsmesse. Ich freue mich, dass so viele Leute sich für dieses doch sehr umstrittene Thema Rauchen interessieren. Ja, der Titel von meinem Vortrag heute heißt Rauchen ist doof. Ja, warum du diesen Vortrag nicht besuchen sollst, es gibt zwei Hauptgründe, warum du diesen Vortrag dir nicht anhören sollst. Das erste, weil du schon Nichtraucher bist und du dir sagst, warum soll ich mir so einen Vortrag anhören, ist sowieso nicht mein Thema. Und der zweite Grund, warum du diesen Vortrag nicht anhören sollst, ist, weil du Raucher bist und einfach die Schnauze voll hast vom ständigen Bevormunden, Kritik und einfach keinen Bock hast, dir jetzt in diesem Vortrag wieder einmal mehr eine Moralpredigt übers Rauchen anzuhören. Und beide von diesen Gründen sind falsch. Beide Argumente sind falsch. Ich verspreche dir, es lohnt sich trotzdem, sich diesen Vortrag anzuhören. Und es geht nicht um Moralpredigt, überhaupt nicht. Ich selber bin seit 2005 oder 6, ja, Nichtraucher. Ich habe mit 22 angefangen zu rauchen und zwar jahrelang war ich ein starker Raucher. 60 bis 80 Zigaretten am Schluss habe ich geraucht, also richtig Gas gegeben. Ja, ich war ein starker Kettenraucher und vor allem war ich auch ein militanter Rauchbefürworter. Ja. Ich lasse mich doch vom Staat nicht bevormunden und ich entscheide selber, was ich mit meiner Gesundheit mache. Das geht niemandem was an. Solche Aussagen hörte man damals von mir. Ich hasse alle Klugscheißer, die mit ihrem möchtegern schlauen Vorwürfen und Moralgeschichten da. Rauchen ist doch ungesund, Sprüchen konnte ich nicht leiden, Aussagen wie du rauchst aber wieder viel, brachte mich richtig auf die Palme. Verdammt, ich wusste doch selber, was ich tate, also bitte verschont mich mit euren gut gemeinten Ratschlägen. Ja. Ich rauche und ich bin stolz darauf, sagte ich damals, weil ich das gerne mache und weil es mir schmeckt. Und ich sagte immer, Rauchen ist schlussendlich auch eine Kultursache, denn schon die Ägypter und die Römer und die Indianer haben geraucht. Die ganzen Rauchgesetze und Rauchverbote gingen mir so richtig gewaltig auf die Nerven. Ne? Ja, das war vor einigen Jahren jetzt. Geändert habe ich meine Ansicht von dem Tag an, als ich den Mut hatte, wirklich mal hinzuschauen, um mich ernsthaft um das Thema Rauchen oder ernsthaft mit diesem Thema Rauchen auseinanderzusetzen. Ich habe mich informiert, warum rauche ich eigentlich und warum schmeckt mir das? Und da stellte ich fest, dass die Leute in den früheren Zeiten, so eben die Indianer und die Römer und die Ägypter, nur zu so meistens heiligen Ritualen geraucht haben. Und niemand von denen hat sich 20 bis 60 Zigaretten pro Tag so ins Gesicht reingedrückt. Aber wieso tue ich das und wieso finde ich das normal? Denn ich brauche den Nikotin eigentlich nicht zum Überleben. Ich brauche etwas zu essen, etwas zu trinken und ich brauche Sauerstoff. Aber Nikotin, den brauche ich nicht wirklich. Ja, warum tun wir das als Raucher? Darüber möchte ich in diesem Vortrag reden, denn wenn du Nichtraucher bist, dann hilft dir diese Informationen, Raucher besser zu verstehen. Wenn du Raucher bist, so hilft dir diese Information, die du heute hörst, dir bewusst zu machen, was du eigentlich tust. So oder so, es wird sich lohnen, sich diesen Vortrag anzuhören. Ja, wenn ich also jetzt hier heute übers Rauchen bzw. Nichtrauchen rede, dann tue ich das A, aus der Sicht eines ehemaligen starken Rauchers, der das Rauchen genau kennt und jahrelang verteidigt hat. B, aus der Sicht von jemandem, der aufgehört hat zu rauchen und all diese Phasen des Aufhörens mit Rauchen durchgemacht hat und, man staune, überlebt hat. Und C, aus der Sicht von einem heutigen Nichtraucher,
der mit jeder Garantie nie wieder irgendwelche Zigaretten anfassen wird. Keine Angst, ich will und werde dir hier in diesem Vortrag keine Moralpredigt halten, denn jeder Raucher weiß selber, dass Rauchen ungesund ist, dass es krank macht, dass es stinkt, dass es eigentlich nichts Gutes ist, dass es widerlich ist. Dazu brauchst du keinen Vortrag und keinen Menschen, der dir sagt, das weißt du, und schon gar keine Moralpredigt. Das weiß jeder Raucher selbst. Raucher sind ja nicht blöde. Viele Raucher sagen, dass sie sich selber für das Rauchen entscheiden, weil es ihnen zum Beispiel schmeckt oder was Gutes ist, was Entspannendes ist. Und so mancher Raucher sagt, dass er zu jeder Zeit aufhören könnte, wenn er denn will, aber es einfach nicht will und sozusagen freiwillig weiter raucht. Raucher erleben ganz einfach einen Nutzen am Rauchen. Und dieser erlebte Nutzen, das stimmt. Was ich hier in diesem Vortrag will, ist einfach aufklären, was Rauchen überhaupt ist, warum wir rauchen. Denn Wissen ist Macht, und wer weiß, was er macht. Nach diesem Vortrag sollst du die Informationen dazu haben, um zu wissen, wie Rauchen funktioniert, warum Rauchen schmeckt, warum Rauchen entspannt und warum du gerne rauchst, beziehungsweise warum du durch das Rauchen ein gutes Gefühl hast. Danach, wenn du das wirklich weißt und die wahren Hintergründe davon kennst, jetzt wenn du diese wahren Gründe kennst, die du natürlich gerne überprüfen kannst, kannst du auch erst realistisch entscheiden, warum du eigentlich rauchst und ob du wirklich rauchen noch willst. Erst dann, wenn du das alles weißt, ist es wirklich eine freiwillige Entscheidung. Und erst wenn du all diese Fakten kennst, erst mit dem Wissen aller Fakten, kannst du objektiv darüber entscheiden, ob du das wirklich, wirklich willst. Ja? Also, du hörst von mir keine Vorwürfe oder Schocktherapie, weil das nichts bringt, denn Raucher sind, wie gesagt, nicht dumm. Sie wissen, dass Rauchen nichts Gesundes ist, darum bekommst du hier sachliche Fakten über das Rauchen. Vorwürfe helfen schließlich nicht weiter, vom Rauchen wegzukommen, sondern im Gegenteil, Vorwürfe stressen den Raucher. Und was macht ein Raucher, wenn er gestresst ist? Er greift zur Zigarette, ganz klar. Also, als Raucher brauchst du nicht den Vortrag über das Offensichtliche, sondern Verständnis und einen Weg aus diesem Gefängnis des Rauchers raus. Eine Mehrheit der Raucher gibt zu, dass sie eigentlich lieber Nichtraucher wären, aber einfach nicht von der Zigarette wegkommen. Warum ist das so? Jeder Raucher weiß, dass er in einer Sucht gefangen ist, denn Zigaretten bestimmen sein Leben. Hat ein Raucher keine Zigaretten, fühlt er sich unwohl. Bei mir war es sogar so, dass ich wirklich nervös wurde und fast eine Krise bekam. So fuhr ich oft mitten in der Nacht nach 24 Uhr in einer 24 Stunden Autobahnraststätte, um Zigaretten zu kaufen, damit ich entspannt schlafen konnte, weil ich wusste, am nächsten Tag, wenn ich erwache, will ich zuerst eine Zigarette, und ich war so richtig stark süchtig. Ich habe mich verhalten wie ein Junkie. Warum können Raucher nicht mit Zigaretten aufhören? Oder warum können Raucher nicht auf Zigaretten verzichten? Aussagen wie, ich bin unentspannt ohne Zigaretten, ich brauche meine Zigaretten zum Kaffee, ich kann mir nicht vorstellen, Alkohol ohne Zigaretten zu genießen, ich brauche eine Zigarette, um mit dem täglichen Stress klarzukommen, und so weiter. Kennen wir sicher alle, oder? Und wenn man sie dann fragt, wie es denn war, als sie versucht haben aufzuhören, sagen diese Menschen, da war ich schlecht gelaunt, unruhig, nervös, ich habe sofort zugenommen, konnte mich nicht gut konzentrieren und so weiter und so fort. Aber sind das wirklich die wahren Gründe, oder gibt es da noch andere psychologische Faktoren? Wie gesagt, jeder Raucher
Kennen Sie alle die Gründe, die gegen das Rauchen sprechen, aber alle Raucher rauchen? Aber als Raucher rauchen wir ja nicht wegen den Gründen, die gegen das Rauchen sprechen, sondern wegen den Gründen, die für das Rauchen sprechen. Also schauen wir uns doch mal all diese Gründe an, die für das Rauchen sprechen. Was haben wir da zum Beispiel? Rauchen baut Stress ab, entspannt, jawohl, es hilft beim Konzentrieren. Was haben wir noch für Gründe? Es hilft gegen Langeweile, es schmeckt und riecht einfach gut. Rauchen ist eine soziale Stütze, es wirkt cool, es ist eine Gewohnheit, ein Ritual, ja, Rauchen. Ich weiß sonst nicht, was mit meinen Händen zu tun ist, so eine Aussage. Es ist eine orale Befriedigung, ohne Zigaretten fühle ich mich elendig, es fehlt mir etwas Wichtiges in meinem Leben. Man ist schließlich gestresster ohne Zigaretten. Aber stimmen diese Vorteile wirklich? Ja, vordergründig, aus der Sichtweise von einem Raucher, stimmen diese Vorteile alle. Sie werden zumindest vom Raucher tatsächlich so erlebt. Das kann ich als ehemaliger Raucher bestätigen, denn ich habe es genau so erlebt, wie ich es jetzt gerade aufgezählt habe. Aber entspricht es wirklich der Wahrheit oder ist es vielleicht einfach nur eine Illusion? Eine Selbstverarschung? Bildet man sich das nur ein und glaubt diesen Vorteilen wirklich so zu erleben und glauben, dass wirklich so ist? Wir werden uns diese Vorteile gleich mal genauer anschauen, aber vorerst ist es mir wichtig zu wissen, dass der Grund, warum man raucht und diese scheinbaren Vorteile so erlebt, ein ganz anderer ist. Es gibt nämlich nur einen einzigen wirklichen Grund, warum jemand Zigaretten raucht, und dieser Grund heißt Nikotin. Wäre nämlich in der Zigarette kein Nikotin, würde der Raucher all diese scheinbar erlebten Vorteile nicht mehr erleben und kein Mensch würde sich freiwillig so eine stinkende, widerliche, eklige Zigarette anzünden. Was ist Nikotin? Nikotin ist ein starkes Nervengift. Reines Nikotin ist in Zimmertemperatur eine farblose, ölige Flüssigkeit, die sich an der Luft rasch braun verfärbt. Es ist eine wasserlösliche Base. Sie macht den Menschen sofort süchtig. Es ist ein tödliches Gift und bereits eine Menge von einer Zigarette extrahiert und intravenös gespritzt ist sofort tödlich. Also gibt es keinen Rettungshubschrauber mehr. Wir überleben Zigaretten nur, weil wir beim Rauchen das Nikotin in ganz, ganz kleinen Minidosen über die Lunge ins Blut nehmen. Also Nikotin wirkt sofort und geht innerhalb von Sekunden ins Gehirn. Oft wird Nikotin normalerweise für Insektizide verwendet. Nach internationalem Kriegsrecht ist es verboten, aus Nikotin Waffen herzustellen, weil dieses Nervengift gegen die geltenden Menschenrechte verstößt. Lustig, hä? Aber an jeder Tankstelle und an hunderttausendfachen Automaten kann man da ganz einfach Zigaretten kaufen. Nikotin ist eine sehr schnell wirkende Droge. Der Nikotinspiegel im Blut senkt sich nach ca. 30 Minuten, nachdem der Raucher eine Zigarette geraucht um die Hälfte runter, und nach so einer Stunde ist ein Viertel der Nikotin wieder abgebaut. Das erklärt auch, warum ein Raucher so 20 bis 40 Zigaretten pro Tag rauchen muss. In der Zeit, in der der Nikotinspiegel im Körper sinkt, das heißt der Körper dieses Gift abbaut, erlebt der Raucher so ein leeres, unsicheres Gefühl, so ein ich möchte eine Zigarette. Und dieses Gefühl, das sind die Entzugserscheinungen, die wir erleben vom Nikotin. Was glaubst du, was für eine Droge macht am schnellsten süchtig? Es gibt sowas, gibt es Alkohol, Marihuana, Ecstasy, LSD, Kokain, Heroin, Crack, Nikotin? Richtig, es ist Nikotin.
Es ist die am schnellsten süchtig machenden Drogen, welche wir als Menschen kennen. Nur eine Zigarette und der Körper ist bereits süchtig. Der einzige Unterschied ist, dass die Entzugserscheinungen, die so circa 15 bis 30 Minuten nach dem Rauchen eintreten, nicht so stark sind. Man spürt sie kaum, es ist so ein leichtes Unlustgefühl, so, ich möchte eine Zigarette, und darum glauben wir, dass Nikotin nicht so schlimm ist. Fast unmerklich zeigt sie sich nur als leichtes Unlustgefühl, aber es sind Entzugserscheinungen, die viel gemeiner sind als bei manchen Drogen, denn man sich in der Sucht sonst noch kennt. Die gute Nachricht ist aber, obwohl man vom Nikotin sehr, sehr schnell süchtig wird, ist der körperliche Entzug sehr gering und sehr schnell überlebt. Es ist kein körperlicher Schmerz wie zum Beispiel bei Heroin, sondern vielmehr so ein dumpfes Gefühl, vergleichbar mit einem leichten Hunger, etwas Unruhe und Stress und einfach, ich möchte gerne eine Zigarette haben. Raucher glauben, dass sie nur Entzugserscheinungen haben, wenn sie versuchen aufzuhören mit dem Rauchen, und das ist falsch. Im Gegenteil. Raucher leiden ein ganzes Raucherleben lang an Entzugserscheinungen. Nach jeder Zigarette nämlich, weil der Körper eben das Nikotin abbaut und somit diese Entzugserscheinungen mit dem Gefühl, ich möchte eine Zigarette, immer wieder so nach 30, 40 Minuten hervorruft. Es ist wie so ein kleines Hungergefühl, so ich möchte jetzt etwas essen, so ich möchte jetzt eine Zigarette, so ähnlich sind die Entzugserscheinungen der Zigarette. Sicherlich kannst du dich daran erinnern, dass du die ersten Zigarette nicht wirklich gemocht hast, die hat widerlich geschmeckt, aber durch das Rauchen der ersten Zigarette hast du deinem Körper einen suchterregende Droge ausgesetzt und bist damit sofort süchtig geworden. Die Suchtsymptome sind dabei aber sehr, sehr sanft und fast nicht spürbar, nicht bewusst erkennbar. Daher glaubtest du, dass du noch gar nicht süchtig bist. Damit ist der erste Faktor, der zum dauerhaften Zigarettensucht führte, der das Wohlbefinden als Raucher während eines ganzen Lebenlangs reduziert, gesetzt. Wichtig ist auch zu wissen, dass der Organismus und das Gehirn alle einwirkenden Reize für die jeweilige Situation interpretiert und bewertet. Es wird also entweder positiv oder negativ eingestuft, also entweder in Lust oder Unlust bewerten wir alles, was wir wahrnehmen. Stell dir einmal vor, es gibt ein Wohlfühlbarometer, welches dein Wohlbefinden anzeigt oder misst. Und so an einem guten Tag ist es ganz oben und an einem schlechten Tag ist es ganz unten. Gehen wir mal davon aus, dass du deine Zigarette an einem so durchschnittlichen Tag mal geraucht hast. Der Körper baut nun 50% des Nikotins innerhalb von 30 bis 40 Minuten ab. Somit entsteht ein leichtes Unlustgefühl, kaum merkbar, aber trotzdem so ein leichter Unterton von Unlust. Und somit sinkt dein Wohlfühlbarometer ab. Das sind leichte Entzugserscheinungen, die sich durch ein leichtes, fast nicht bewusst merkbare Leere und ein unsicheres Gefühl Empfinden zeigen. Eben dieses Unlustgefühl nennen wir, das ist eine kleine Unruhe, und dieses Gefühl, ich muss etwas mit meinen Händen machen oder ich möchte und ich brauche eine Zigarette, so ein feines Gefühl halt. Ja? Das ist in Wirklichkeit nichts anderes als Nikotinentzug, der durch den Abbau des Nikotins im Körper entsteht. Dein Wohlfühlbarometer sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Der Raucher zündet sich jetzt eine Zigarette an,
stillt so die Entzugserscheinungen und sein Wohlfühlbarometer steigt nun wieder auf ein normaler, durchschnittlicher Wert. Der Raucher erlebt und empfindet dadurch eine Verbesserung seines Wohlfühlens. Und er erlebt so das Rauchen als etwas Positives, aber das ist nur eine Verarschung. Der Nichtraucher zum Vergleich hat keine Entzugserscheinungen, daher sinkt sich sein Wohlfühlbarometer natürlich mit der Zeit nicht und er ist immer auf dem guten Stand, immer auf dem besseren Wohlfühlstand. Das ist etwa das Gleiche, als wenn man sich mit einem Hammer auf den großen Zeh hauen würde und es genießen würde, wenn der Schmerz dann wieder nachlässt. Dieser Prozess zu verstehen ist ganz wichtig. Darum nochmals. Jeder Raucher raucht nur deshalb, weil sich in der Zigarette Nikotin befindet. Nikotin ist die am schnellsten süchtig machenden Drogen, die wir kennen, und ein starkes, tödliches Nervengift. Der Körper baut dieses Gift ab, wobei Entzugserscheinungen entstehen. Diese Entzugserscheinungen sind aber nur ganz leicht als feines Unlustgefühl oder Unruhe zu erkennen. Der Raucher meint oder bekommt Lust auf eine Zigarette. Diese Zigarette stillt die Entzugserscheinungen und der Raucher empfindet, erlebt das als ein positives Gefühl. Nicht das Rauchen ist positiv, nicht die Zigarette ist positiv, sondern das Verschwinden des leichten Unlustgefühls, sprich der Entzugserscheinungen, wird vom Raucher als positiv erlebt. So ähnlich wie wenn man zu enge Schuhe auszieht, es ein positives Gefühl ist, aus diesen engen Schuhen rauszukommen. Ja? Jede Zigarette bringt dem Raucher auf dieses, beinahe auf dieses Wohlgefühl, das ein Nichtraucher sowieso schon hat, und erzeugt aber anschließend ein Unlustgefühl, das der Raucher wieder mit der nächsten Zigarette stillen muss. Es ist also wirklich ein Teufelskreis. Mit dieser Erkenntnis nun schauen wir einmal all die scheinbaren Vorteile an, welche wir vorhin aufgezählt haben. Rauchen baut Stress auf. Rauchen entspannt. Das leichte Unlustgefühl, welches durch die Entzugserscheinungen vom Nikotin ausgelöst wird, wirkt natürlich stressig. Man redet in der Stressforschung von Stressoren. So wird jedes andere Unlustgefühl in Form eines inneren oder äußeren Reizes im Gehirn eines Menschen als Stress empfunden. Werden nun durch das Rauchen der Zigarette die Entzugserscheinungen unterbrochen, verschwindet dieses Unlustgefühl, somit aber auch der Stressor ist dann weg. Das empfindet der Raucher dann als Stressabbau. Er empfindet den Moment nach der Zigarette als entspannend. Das Problem ist, dass der Raucher das real so erlebt und auch empfindet. Somit glaubt er fälschlicherweise, dass er nach der Zigarette weniger gestresst ist. Dass aber die Zigarette bzw. die Entzugserscheinungen der eigentliche Stressauslöser sind, wird nicht so erlebt. Somit ist das eine reine Verarschung, eine reine Illusion. Also die Zigarette löst den Stress aus, den sie dann wieder wegnimmt, wenn wir eins geraucht haben. Der zweite Faktor, den wir angeschaut haben, es hilft, sich zu konzentrieren. Wer unter Entzugserscheinungen und Unlustgefühl leidet, ist abgelenkt und kann sich dadurch natürlich weniger gut konzentrieren. So wie es auch mit Zahnschmerzen oder Kopfschmerzen, ist auch ein starkes Unlustgefühl, schwer ist, sich zu konzentrieren. Nimmt man das Unlustgefühl, also Zahnschmerzen, Kopfschmerzen oder eben diese Entzugserscheinungen weg, so kann man sich natürlich wieder ganz normal konzentrieren, weil ja diese Störfaktoren
nun weg sind. Darum erlebt der Raucher, dass er sich nach einer Zigarette, das heißt die Entzugserscheinungen werden weggemacht, besser konzentrieren kann als vorher mit Entzugserscheinungen. Ist ja völlig klar. Der Raucher ist somit mit der Zigarette auf einem Konzentrationslevel, auf dem der Nichtraucher sowieso schon immer ist, empfindet es aber als eine Konzentrationsverbesserung als vorher, wo er noch auf Entzugserscheinung war. Auch das natürlich nur eine Illusion. Denn weiter Grund, es hilft bei Langerweile. Langerweile ist auch ein Unlustgefühl. Kommt nun noch das Unlustgefühl der Entzugserscheinungen dazu, so erlebt der Mensch diese beiden Unlustgefühle nicht separat, sondern einfach als ein großes Unlustgefühl und glaubt, dass an seiner Unlust einfach, dass an der gesamten Unlust einfach die Langeweile schuld ist, wird jetzt durch das Rauchen die Entzugserscheinungen, also das Entzugserscheinungslustgefühl, das weggenommen, so erlebt der Raucher eine Verbesserung und glaubt, dass durch Rauchen die Langeweile besser geworden ist. Was natürlich wiederum nicht stimmt und eine Illusion ist, sondern es geht einfach nur um die Entzugserscheinungen, die weg sind. Das Argument, es schmeckt und riecht gut, darauf werden wir später noch genauer eingehen, aber vorweg zu sagen, dass Zigarettentabak ca. 600 Zusatzstoffe beigemischt werden, um diese Illusion zu schaffen. Die Kombination von Aromen und das Erleben, dass der Raucher nach dem Rauchen sich scheinbar besser geht, wird daher als gut erlebt und somit entsteht die Illusion, Rauchen ist etwas Gutes. Ja. Ein weiterer Grund, Rauchen ist eine soziale Stütze, wird oft angesprochen, wird oft so als angeschaut. Wer ein Unlustgefühl, also ein Stress, eine innere Unruhe spürt, wird automatisch auch unsicherer. Ja. Wenn ich Unlust bin, gestresst bin, unruhig, werde ich automatisch unsicherer. Das hat damit zu tun, dass aus der Evolution und unserem Überlebensinstinkt ein Unlustgefühl immer etwas mit Gefahr zu tun hat. Gefahr bedeutet, es ist etwas unsicher und daraus entsteht ein Unsicherheitsgefühl. Dies ist aber meistens ganz fein und fast nicht bewusst erkennbar. Wenn also der Raucher durch die Entzugserscheinung ein leichtes Unlustgefühl erlebt, wird er auch automatisch innerlich unsicherer. Zündet er nun eine Zigarette an, so verschwindet dieses Unlustgefühl und damit auch die leichte Unsicherheit. Das erlebt der Raucher dann zum Beispiel als eine soziale Stütze im Umgang mit anderen. Rauchen ist cool, ist so ein Grund, warum zu rauchen, man so rauchen soll, oder viele Raucher glauben zu rauchen. Das hat zu tun mit den jahrelangen Hirnwäsche, die die Marketingleute der Tabakindustrie uns eingeprägt haben, aber darauf komme ich später auch noch genauer zu reden. Es ist ein gewohntes Ritual, ja? Das ist tatsächlich ein Problem, denn wir Menschen brauchen Rituale, weil Rituale nicht nur zum Beispiel für Kinder, sondern auch uns Erwachsenen eine gewisse Sicherheit geben. Ich erinnere an einen anderen Vortrag, wo ich erkläre, wie das Gehirn genau funktioniert, über die Programme und dass wir gelernt haben oder was wir lernen, also über Programme, die wir programmieren in unserem Kopf. Du weißt, wir lernen, indem wir gewisse Dinge immer wieder gleich tun. So werden Verbindungen, Synapsen in unserem Gehirn, es baut sich ein Netz auf und es steht ein Programm und wir funktionieren nach diesen Programmen. Und genau das ist das Problem. Wenn sich etwas immer wieder wiederholt und wiederholt, wiederholt, werden diese Programme besser und die kriegen dann eine richtige Macht, diese Programme. Das Problem ist nun, dass wir auf diese Weise lernen und auf diese Weise durch das Rauchen Programme programmieren,
die dann nachher automatisch ablaufen. Dazu gehört auch das Ritual, wie zum Beispiel die Zigarette am Morgen, die Zigarette zum Kaffee, die Zigarette zum Alkohol, nach dem Essen und so weiter und so fort. Ein weiteres sehr großes Problem ist, dass der Raucher immer wieder scheinbare Vorteile des Rauchens auch wirklich so erlebt, und jedes Mal, wenn er sich eine Zigarette anzündet, erlebt der Raucher in seinem Erleben wirklich, dass er mit der Zigarette anscheinend weniger gestresst ist als vor der Zigarette, dass er mit der Zigarette entspannter ist als vor der Zigarette, dass er sich mit der Zigarette besser konzentrieren kann als vorher, dass er weniger Langeweile erlebt als vor der Zigarette und dass er mit der Zigarette sich grundsätzlich besser fühlt als vor der Zigarette. Und du weißt jetzt, dass das alles nur Illusionen sind, und bei jeder Wiederholung aber, und das Gehirn erlebt das so, also bei jeder Zigarette wird das Erleben speichert, dieses erlebte Leben wird da abgespeichert. Obwohl das nicht so ist, speichert das Gehirn es so, als wie wenn diese Situation wirklich so erlebt wäre. Also als nutzbringende Strategie, zum Beispiel gegen Stress, Langeweile, Unsicherheit und so weiter. Es bildet und verstärkt sich so ein falsches Programm, einen falschen Glaubenssatz und somit eine falsche Strategie. Wenn ein Raucher 20 Zigaretten am Tag raucht, so erlebt er 20 Mal am Tag, das sind 600 Mal im Monat oder 7200 Mal pro Jahr, Zigaretten ist was Gutes. Was glaubst du, was geschieht, wenn du 7200 Mal pro Jahr etwas übst und lernst? Ja klar, die Synapsen sind da eine dicke Verbindung eingegangen, es ist ein super gutes, starkes Programm gebildet worden und du bist in dem, was du da so oft wiederholt hast und immer wieder erlebt hast und das noch mit positiven Emotionen erlebt hast, richtig gut geworden. Also dieser Hirnmuskel hat sich da sehr gut programmiert. Ein Raucher trainiert sich somit mit jeder Zigarette über Jahre ein zum Beispiel richtig gutes Gefühl oder Rauchen hilft bei Stressprogramm an. Und das ist es dann auch, was es unter anderem dem Rauchen schwer macht, mit dem Rauchen aufzuhören. Denn sobald ein frischer Nichtraucher in eine stressige Situation kommt, startet ganz automatisch das alte, über Jahre hinweg trainierte und erlernte Anti-Stress-Programm, welches sich ja scheinbar über Jahre bewährt hat, ein, und der frische Nichtraucher bekommt ein extremes Bedürfnis nach einer Zigarette. Ja, das muss man wissen. So passiert es oft, dass wenn man dann so 2 oder 3 Monate Nichtraucher ist und in eine stressige Situation, ja, Stress mit der Freundin oder mit dem Freund, mit dem Chef kommt, dass man so einen unglaublichen Lust auf eine Zigarette bekommt. Und das ist dieses alte Programm, das natürlich noch nicht gelöscht ist. Es ist nicht immer einfach, selbst solche jahrelange trainierten Programme umzuprogrammieren, aber zum Beispiel mit Hypnosetherapie kann man sehr viel erreichen. Aber auch da sei gesagt, dass eine einmalige Hokuspokus-Therapeutensitzung nicht reicht. Man kann kein Programm, das über Jahre täglich 100-mal trainiert wurde, mit einer Hypnosesitzung wegmachen. Eine intensive Nichtraucher-Intensivwoche, zum Beispiel bei uns in Gran Canaria, hat sich das hier bewährt, wo man dann wirklich eine Woche lang an diese Programme rangeht und auch die Suchtthemen wirklich genauer anschaut, also eine therapeutische Arbeit leistet. Dort arbeiten wir täglich mit mehreren Hypnosesitzungen, Akupunktur und sonstigen therapeutischen Mitteln und helfen so Rauchern zu glücklichen Nichtrauchern zu werden. Aber auch bei dieser sehr erfolgreichen Methode ist es entscheidend, dass der Nichtraucher-Klient auch mitmacht und mit dem Rauchen aufhören will. Auch hier werden einmal Eigenverantwortung gefragt, du bist Schöpfer von deinem Leben. Wer sich für diese Methode interessiert, findet bei uns auf der Webseite www.klosterfinca.com im Internet entsprechende Informationen. Ansonsten hilft hier eigentlich nur, sich dieses Programm bewusst zu sein
und diesen automatischen Rauchprogramm einfach bewusst dagegen zu treten und ein bewusstes Antiprogramm einzuüben. Wie das genau ausschauen könne, können wir später noch genauer anschauen. Was ist jetzt mit so speziellen Zigaretten? Ja, man kennt die, aber was ist jetzt denn genau so eine spezielle Zigarette? Also zum Beispiel die erste Zigarette am Morgen, die, wenn wir aus dem Flugzeug steigen, die nach dem Essen oder die nach dem Sex. Ja? Nun, ganz einfach, bei all diesen sogenannten speziellen Zigaretten hatten wir lange Zeit vorher keine geraucht und unsere Entzugserscheinungen sind somit ziemlich stark geworden und deshalb empfinden wir diese Zigaretten als besonders genüsslich, also auch hier handelt es sich nur um eine Illusion. Aber gehen wir in unserer persönlichen Rauchgeschichte einmal zurück. Warum haben wir damals überhaupt mit dem Rauchen angefangen? Meistens, weil es cool war. Wir wollten cool, weil wir cool und erwachsen sein wollen, weil es verboten war oder einfach, weil andere es auch gemacht haben. Bei jedem war es sicherlich ein anderer Grund, aber ich behaupte einfach mal, wir haben alle mit Rauchen angefangen, weil es uns andere vorgemacht haben. Also, irgendwie muss man ja auf diese absolut irrsinnige Idee kommen, giftige getrocknete Blätter in Papier zu wickeln, in den Mund zu stecken, anzuzünden, damit man den Rauch, der da entsteht, einatmen kann. Also da muss man ja, also normal kommt man nicht auf so eine schwachsinnige Idee. Ja? Das ist ja eigentlich absolut absurd und lächerlich und kein normal denkender Mensch würde freiwillig so einen Blödsinn machen. Also, sowas sollte man doch denken, ja. Aber wieso haben wir trotzdem angefangen, so etwas Absurdes zu tun? Ganz einfach, weil wir Vorbilder hatten und es denen nachgemacht haben. Wir hatten Eltern, Geschwister, Verwandte, Bekannte, Freunde, die alle rauchten. Und sie waren unsere Vorbilder. Dann hatten wir noch Vorbilder im Fernsehen und im Kino, ja, selbst in Diskussionssendungen am Fernsehen wurde damals im Studio so geraucht, dass man fast nichts gesehen hat. Ja. Im Kino oder allgemein in den Filmen haben viele Helden geraucht, wie zum Beispiel Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Sylvester Stallone, Sean Connery und so weiter und so fort. Ja, sogar Zeichentrickfilmfiguren wie Lucky Luke, Popeye und so weiter waren Raucher. Sie alle haben geraucht. Und das gab uns natürlich die ganze Werbung im Fernsehen und Kino und jede Zeitschrift am Plakatwänden und so weiter, haben es uns vorgezeigt, Rauchen ist was völlig Normales, jeder raucht, ganz normal, man raucht. Also, wir wachsen in einer Welt auf, in der es anscheinend ganz normal ist, dass man getrocknete Papierbrösel in Papier gerollt, in den Mund steckt, anzündet und deren stinkenden Rauch einatmet. So entsteht ein Weltbild, das so ein absurdes Tun als etwas völlig Normales wie Essen und Trinken wirken lässt. Ja? So entsteht dieses Weltbild. Aber die falsch programmierende Hirnwäsche ging da ja noch weiter. Denn wir konnten als Kinder nicht nur beobachten, dass Rauchen etwas ganz Normales sei, das jeder tut. Nein, wir lernten, dass es etwas ist, das nur Erwachsene dürfen und so etwas ganz Spezielles. Kinder wollen groß und erwachsen sein, also wenn ich dann mal groß bin, erwachsen bin, dann will ich doch auch rauchen. Wir programmieren so, dass Rauchen gleichbedeutend ist mit Erwachsen, also das Programm. Erwachsensein heißt Rauchen oder Rauchen heißt Erwachsensein. Zusätzlich beobachten Kinder und Jugendliche, dass rauchende Eltern scheinbar gute Strategien besitzen, um zu entspannen, sich sicher zu fühlen, cool zu sein,
Langeweile zu überwinden oder einfach mal Pause zu machen. Kinder hören zum Beispiel rauchende Erwachsene sagen, ach, so jetzt mache ich zuerst mal eine Pause und rauche eine und sie beobachten, dass sie dann eine Zigarette anzünden. Wir sprechen also Pause gleich Zigarette und Kinder beobachten, wie wir Raucher eine Zigarette zum Entspannen anzünden. Wir beobachten, wie in Filmen Helden sich durch die Zigarette entspannen und einfach nur cool wirken und so weiter und so fort. Was, wenn man so mal anschaut, völliger Schwachsinn ist. Wir machen in unserem Umfeld dauernd Beobachtungen, dass Rauchen anscheinend etwas Gutes ist. Obwohl das Anzünden von getrockneten Blätterbrösmeln und anschließend den giftigen Rauch einatmen ein absoluter Schwachsinn ist und absolut sinnlos, beobachten wir in unserem Umfeld, dass es anscheinend etwas Positives, etwas Entspannendes, Leckeres und Gutes sein muss. All diese Beobachtungen werden als Erfahrungen gespeichert in unserem Gehirn, in unserer Kindheit. Man nennt das in der Psychologie Lernen am Modell. Ein großer Teil von dem, was ein Kind lernt, basiert auf dieser Art des Lernens, etwas beobachten an Mama und Papa, an Erwachsenen, und dann nachmachen wollen. Das Lernen am Modell ist eine der wichtigsten und effektivsten Lernarten in unserer Kindheit überhaupt. Durch diese Beobachtung werden wir also schon als Kind programmiert und scheinbare Strategien sowie ganze Verhaltenskonzepte in die Gehirne von Kindern und Jugendlichen reinprogrammiert. Programme wie Erwachsensein heißt rauchen, Coolsein heißt rauchen, ein Heldsein heißt rauchen, wertvoll sein, bewundert werden heißt rauchen, mit Stress umgehen heißt rauchen, Langeweile überbrücken heißt rauchen und so weiter und so fort. So werden diese Programme unkritisch und absolut unbewusst in unser Glaubenssystem eingebaut und gar nie wieder hinterfragt. Darum reden wir heute darüber. Wir wachsen also mit Rauchen als etwas ganz Normales auf. Es wird zu einem ganz normalen Weltbild von jungen Menschen. Da wundert es nicht, wenn junge Menschen, die dann in der Schule in der stressigen Situation sind, cool sein wollen, erwachsen sein wollen und der Griff zum Zigarette schon bei 11-Jährigen weit verbreitet ist. Es läuft da erlernte Programme im Gehirn ab. Der Jugendliche kann nur schwer hinterfragen, wie absurd, unlogisch und dumm es doch ist, Pflanzenblätter zu trocknen, in Papier zu wickeln, in den Mund zu stecken, anzustünden und den stinkigen, giftigen Rauch freiwillig einzuatmen. Seine erlernten Programme sagen ihm nämlich, das sei etwas ganz Gutes. Aber die erste Erfahrung mit dem Rauchen zeigen uns dann, dass es gar nicht so einfach ist, erwachsen zu sein. Die erste Zigarette schmeckt nämlich schrecklich, erinnern sich an ihre erste Zigarette. Es schmeckt doch scheußlich, vielen wurde es schwindlig oder gar schlecht, mir zum Beispiel. Wir mussten richtig üben, bis wir die ersten richtigen Lungenzüge machen konnten. Diese Tatsache beweist, wie bescheuert doch Rauchen eigentlich ist. Aber das körpereigene Rauchen ist, Rauchen ist was Positives, Programm in unseren Köpfen war stärker und wir zweifelten nicht am Rauchen, sondern wir zweifelten durch Programme, wir sind sowieso nicht so viel wert, wir zweifelten so automatisch an uns. Wir glaubten, dass wir eben noch unfähig sind und nicht groß genug, etwas ganz Normales zu tun, dass wir halt üben müssen, aber wir wollten unbedingt erwachsen und cool sein. Daher übten wir fleißig das Rauchen, bis wir es dann auch schafften, 10 Zigaretten Lunge zu rauchen und fühlten uns dabei stark und groß und erwachsen. Aber genau da
hat die oben beschriebene Sucht mit den Entzugserscheinungen, dem Unlustgefühl, angefangen und wir kamen in diesen Teufelskreis hinein. Und so begann die beschriebene Illusion, die uns glauben machte, dass wir durch Rauchen entspannen können, besser mit Stress umgehen können und so weiter und so fort. Ich habe sie aufgezählt. Ja, und dann erleben wir die Bestätigung, dass die als Kind beobachteten und am Modell erlernten Programme der Erwachsenen also doch wirklich stimmen. Weil wir jetzt selber süchtig sind, erleben wir selber, dass es uns nach dem Rauchen besser geht als vor dem Rauchen. Dass wir nach dem Rauchen entspannter sind als vor dem Rauchen. Wir fühlen uns erwachsener und größer und bestärken uns somit auch selber. Wir merken gar nicht, dass das nur eine Illusion ist und wir einfach nur in eine Sucht gefangen sind, dass die Zigaretten Entzugserscheinungen zu einem ganzen leichten Unlustgefühl führen und wir uns nur durch die Befriedigung der Entzugserscheinungen besser fühlen und nicht, weil Zigaretten wirklich etwas Positives bewirken. Wir haben nicht bemerkt, dass wir da in eine ganz fiese Falle getappt sind, aus der man kaum wieder herauskommt. Also fassen wir mal kurz zusammen an diesem Punkt. Wir rauchen, weil wir süchtig sind und unsere Entzugserscheinungen bekämpfen müssen. Wir rauchen, weil wir schon als Kinder etwas Falsches gelernt haben und uns so falsche Programme einprogrammiert worden sind. Wir haben dann scheinbar positive Erfahrungen gemacht und rauchen nun nur noch wegen Gewohnheiten. Und wir rauchen, weil wir die Illusion haben, es wäre was Gutes. Diese Gründe bringen uns dazu, dass wir 10, 20, 40 Mal pro Zigarette wie ferngesteuert zu den Zigaretten greifen, in Papier gerollt getrocknete Blätter in den Mund stecken, anzünden und den stinkigen, giftigen Rauch einatmen. Der Raucher glaubt, dass es etwas völlig Normales ist und er sich scheinbar gut fühlt damit und sich schlechter fühlt, wenn er es nicht tut. Giftigen Rauch zu inhalieren wird als eine Bereicherung im Leben erlebt. Mal ganz ehrlich, wenn man so darüber nachdenkt, wie krank ist das denn eigentlich? Absolut etwas Sinnloses, denn das machen intelligente Menschen und diese Menschen geben dafür noch ein Vermögen aus. Ja, ein Raucher, bin ich überzeugt, bezahlt dafür jeden Preis. Überlege mal, Rauchen ist sinnlos und bringt dem Raucher wirklich absolut keinen Nutzen. Schauen wir doch mal das Ganze von einer anderen Seite an und fragen uns, wer hat denn etwas davon? Wer hat einen Nutzen, wenn Menschen ein Leben lang so etwas tun? Raucher sind intelligente Menschen, die in einem regelmäßigen Abstand, in einem regelmäßigen Takt von 30 bis 45 Minuten ein Produkt konsumieren, das nur ein paar Cent kostet. Sie vergiften sich damit systematisch, haben wirklich keinen Nutzen und das tun sie in der Regel ein Leben lang. Das stimmt doch irgendwas nicht. Lass uns mal ein Gedankenspiel machen. Ja? Du möchtest so richtig reich werden, was müssten wir da tun, was müssen wir da für ein Produkt erfinden? Ein Produkt, das möglichst klein ist, billig in der Produktion, teuer im Wiederverkauf. Dieses Produkt kann man auf der ganzen Welt, muss man es herstellen können. Ich brauche einen guten Vertrieb, dass man es überall bekommen kann. Und das Produkt muss so sein, dass der Kunde das Produkt ständig braucht. Und wenn er es einmal ausprobiert hat, wird er es ein Leben lang täglich konsumieren wollen. Und zwar deswegen, weil er sich einfach doof fühlt, weil er ein doofes Unlustgefühl bekäme, wenn er es nicht konsumieren würde.
Der Kunde hat zwar absolut keinen Nutzen davon, es würde ihn krank machen und töten, er wird es aber trotzdem ein Leben lang nicht merken und ein Leben lang konsumieren. Kannst du dir vorstellen, wie du da richtig schnell richtig reich werden würdest? Das Problem ist, unser Produkt ist giftig, es tötet unseren Kunden ganz langsam. Jeder vierte Kunde stirbt an unserem Produkt, aber das merkt der Kunde nicht. Ebenso wenig merken die Kunden, dass wir nur ihr Geld wollen, denn das Produkt macht eigentlich nichts, außer dafür sorgen, dass der Kunde nach dem Konsum des Produktes ein doofes Gefühl bekommt, ein doofes Gefühl, wenn er es nicht wieder konsumiert. Und so muss er, um dieses doofe Gefühl zu kompensieren, es immer wieder und wieder konsumieren, dieses Produkt. Er bezahlt dafür jeden Preis und bekommt aber dadurch wieder ein doofes Gefühl und muss es wieder konsumieren. Wir verkaufen also ein absolutes, sinnloses Produkt, das aber jeder, der es einmal probiert hat, immer wieder will, ohne zu merken, dass wir ihn eigentlich absolut verarschen. Wie schon gesagt, ist das Produkt, dass viele unserer Kunden daran sterben, ist eine Tatsache. Also müssen wir daher nach ein paar Jahren dafür sorgen, dass wir immer wieder Neukunden akquirieren können. Am besten junge, etwas naive, weil die dann auch ein Leben lang bei uns Kunden sind und wir somit mehr Umsatz machen können, mehr Kohle verdienen, ja? Geld, Geld, Geld. Und so werden wir richtig reichen, so ein goldenes Kalb gibt das, ja. Also müssen wir diese neuen Kunden dazu bringen, unsere Produkte auszuprobieren, weil dann sind sie ja süchtig, dann brauchen sie es, dann fühlen sie sich doof. Wir müssen daher entsprechend Werbung machen und den jungen Kunden damit eine Illusion in den Kopf setzen, weil wir wissen, dass fast 100% von allen, die unser Produkt einmal probiert haben, danach ein Leben lang richtig viel Geld in unsere Kasse bringen. Und genau das, meine Damen und Herren, genau das macht die Tabakindustrie. Sie vermittelt mit ihrer Werbung und gezielter PR ein falsches Gefühl, ein falsches Bild der Zigarette nämlich. So lässt die Tabakindustrie irgendwelche Helden und Stars in Filmen und Fernsehen rauchen. Und es gibt beispielsweise Dokumente im Internet, die beweisen, dass Sylvester Stallone von der Tabakindustrie Brown und Williams Tabak 1983 500 Millionen Dollar bekommen hat, weil er deren Produkte in 5 Filmen benutzt hat. Das war 1983, stellen Sie sich mal vor, was heute bezahlt würde. Da kann man sich nur fragen, wie viel denn er heute bekommen würde, dieser Schauspieler. Hier auf Gran Canaria sind ständig Fernsehproduzentenfirmen, die irgendwelche Müllsendungen wie die Auswanderer und so weiter produzieren. Und eine Produktionsassistentin hat mir ganz offen erklärt, dass auch deutsche Filmproduzenten, die irgendwelche Soaps und Hartz-IV-Sendungen bei RTL, ProSieben, Sat.1 oder für diese großen Sender produzieren, in ihren Sendungen rauchen lassen, weil sie Geld von der Tabakindustrie dafür bekommen. Dass Hausfrauen in sogenannten Reality-Sendungen eine bestimmte Marke rauchen. Da muss man sich wirklich die Frage stellen, hey, was soll die Scheiße? Aber es ist nun mal ganz offiziell so. Sicher ist dir schon aufgefallen, dass jede Zigarettenmarke so einen eigenen Charakter hat und somit eine ganz andere Zielgruppe ansprechen will. Aber etwas haben alle gemeinsam. Sie sollen irgendwelche unerfüllten Wünsche und Gefühle bei Menschen auslösen, es soll suggeriert werden, wenn du diese Marke rauchst, bist du wie der Mensch da in dem Werbe drin. Ja? Oh, auch hier gilt, je öfter wir so etwas sehen, desto mehr verinnerlicht sich das in unserem Unbewusstsein,
solche Verknüpfungen, solche Scheinbilder, wie zum Beispiel, man kennt den Marlboro Man, Cowboy, Pferde, Freiheit, Abenteuer, all das hängt da ein bisschen zusammen. Ich will jetzt nicht im Detail auf jede Zigarettenmarke eingehen, aber überleg selber einmal, wenn du rauchst, was für eine Marke du rauchst und was dir die Werbung dieser Marke für ein Illusionbild einreden will. Was ist da für ein Image dahinter? Diese Werbeaktionen sind einfach nur Verarschungen. Wir werden für dumm verkauft und das Ganze hat einen Sinn und Zweck, diese Werbung. Die Leute, die Tabakindustrie, die wollen uns das Geld aus der Tasche ziehen und uns süchtig machen. Da gibt es aber auch ganz andere Aktionen, welche die Tabakindustrie macht, damit du und viele andere Menschen viel Geld für etwas ausgibt, was eigentlich gar nicht brauchst und gar nichts bringt. Aber woher weiß ich das, was ich hier alles erzähle? Pass auf, ich habe vorher von Brown und Williams Tabak erwähnt, die Sylvester Stallone bezahlt haben, damit er in einem Film raucht. Diese Brown und Williams Tabak, B&W, war einer der ehemalig größten Zigarettenhersteller, welche vom Tabakkonzern RG übernommen wurde. Die wohl bekannteste Marke dieser Firma ist Lucky Strike, nachdem sie Ende der 80er Jahre Dr. Jeffrey Weigert, der Vizepräsident für Forschung und Entwicklung der Brown & Williams, weigerte, das Rattengift Kumarin hieß das, glaube ich, in die Zigaretten zu mischen, wurde er gefeuert. Du hast richtig gehört, da hat sich der Vizepräsident der Forschung und Entwicklung geweigert, Rattengift in die Zigarettentabak zu mischen und wurde daraufhin gefeuert. Weigand sagte daraufhin in den 90er Jahren vor Gericht geheime Tatsachen über die Tabakindustrie aus. Dadurch fielen die Aktien von Brown und Williams ins Bodenlose und Brown und Williams wurde schließlich von dieser RJR übernommen. Aber durch die Aussagen von diesem Dr. Jeffrey Weigert vor Gericht wissen wir nun einiges wirklich sehr perverse Machenschaften, welche die Tabakindustrie anwendet, ja sogar für ganz normal und üblich hält. Wenn wir uns nun damit beschäftigen, so kann es einem eigentlich nur schlecht werden. Diese Aussagen sind vor allem von amerikanischen Gerichten als wahr angeschaut worden, was ich jetzt dir hier erzähle. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du im Supermarkt irgendwelche Lebensmittel kaufst, dass auf der Packung alles draufsteht, was da drin ist? Meistens ist es eine ganze Liste von Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen sowie Konservierungsstoffen und so weiter. Man muss schon ein Lebensmittelchemiker sein, um das zu verstehen, was da alles draufsteht, was da drin ist. Wenn du aber einen Pack Zigaretten kaufst, was siehst du darauf? Schau mal auf diese Schachtel. Da steht drauf Teernikotinkohlenmonoxid. Da steht nicht einmal drauf, dass da Tabak drin ist. Du hast keine Ahnung, was du da wirklich dir reinziehst. Was für Lösungsmittel und Substanzen in den Druckenfarben des Papiers sind. Was ist der Leim? Woraus wird der Filter hergestellt und so weiter. Da steht auch nicht, was für Zusatzchemikalien sonst im Tabak beigemischt wurden. Wir inhalieren also 20, 30, 40 Mal chemischer Rauch ein und wissen gar nicht, was da alles wirklich drin ist, nachdem wir wissen, dass die Tabakindustrie Rattengift in das Zeug reinmischen will. Ja, Moment. Gemäß gerichtlichen Aussagen von Dr. Weigert hat die Tabakindustrie Rattengift in den Tabak mischen wollen. Wie weit soll man also so einer Industrie überhaupt trauen? Sie machen im vollen Wissen
über diesen Suchtmechanismus, den ich vorhin erklärt habe, von Nikotin, die wissen, wie Nikotin funktioniert, Menschen absichtlich abhängig, damit sie deren Geld ein Leben lang abzocken können, wollen Rattengift in die Zigaretten mischen, das dann von Millionen von Menschen eingeatmet werden soll. Und diese Aussagen sind gerichtlich bewiesen und dokumentiert. Das ist nicht etwas, das man so irgendwelche Rauchgegner irgendwann mal erfunden haben. Kann man solchen Leuten wirklich trauen? Wäre es da nicht interessant zu wissen, was da sonst noch so ein Zeug drinsteckt? Gibt es da etwa noch andere giftige Substanzen, die da stillschweigend darunter gemischt werden? Wieso steht da nichts auf den Packungen? Wir inhalieren Rauch und haben keine Ahnung, was da drin ist. Wir wissen von diesem Dr. Jeffrey Wyatt, wissen wir einiges mehr. In seinen Vorträgen, die er nun auf der ganzen Welt hält, zeigt er offizielle Dokumente der Tabakindustrie. Darauf sind Aussagen wie, kriegen wir sie jung, kriegen wir sie fürs Leben. Was bedeutet das? Die Geschäftsphilosophie der Tabakindustrie ist ganz klar, wir müssen Kinder angehen, wir müssen sie abhängig machen, so verdienen wir am längsten an ihnen. Und das, meine Damen und Herren, ist leider eine Tatsache. Klar bestreitet die offizielle Tabakindustrie das, aber in internen Dokumenten sind das ganz klare Richtlinien der Geschäftsphilosophie. Zudem kennen wir doch all die sympathischen Zigaretten-Promo-Teams, die jungen, hübschen Leute, welche in Restaurants und Bars von Bar zu Bar ziehen und alle eine Zigarette andrehen wollen. Dann gibt es dann die ganz tollen Wettbewerbe. Und wenn du mal so einen Wettbewerbszettel angeschaut hast, ist sofort klar, dass es sich hier ganz bewusst auf junge Menschen ausrichtet. Die wollen die Jungen. Da gibt es so die sogenannte Nichtraucherkampagne, zum Beispiel in Deutschland. Es gibt dokumentierte Vereinbarungen zwischen der Tabakindustrie und dem Bundesgesundheitsministerium, in dem die Tabakindustrie 11,8 Millionen Euro bezahlt für Prävention des Rauchens für Kinder und Jugendliche. In der Vereinbarung steht aber, das Geld darf nicht für allgemeine Anti-Raucher-Programme eingesetzt werden und es darf dabei nicht die Zigarettenindustrie und deren Produkte verunglimpfen. Also eine Anti-Raucher-Kampagne, die nicht gegen das Rauchen sein darf? Wie soll sowas gehen? Du glaubst, das geht nicht? Das geht schon. Daraus ist nämlich eine Kampagne entstanden, die heißt Rauchfrei und die ist in ganz Deutschland verbreitet worden. Es sind verschiedene Plakate, man kann die im Internet googeln. Plakate und Flyer sind in ganz Deutschland in Schulen, Jugendtreffs und überall, wo Kinder und Jugendliche sind, verteilt und aufgehängt worden. Das sind Plakate, da sieht man zum Beispiel ein junges Mädchen, cool sitzt sie da, da steht ganz groß oben, Rauchen beruhigt. Ja, jeder zweite Raucher stirbt an seinem Rauchen. Rauchen haben Kontakte, sieht man ein Pärchen, das rumknutscht und sagt, du nur klein, ja stimmt, mit giftigen Stoffen. In der Psychologie und der Werbung gibt es da eine ganz einfache Regel. Bilder wirken vor dem Text und großer Text wirkt vor kleinem Text. Jeder, der mit Werbung etwas zu tun hat, weiß das und nun sieht man diese Plakate mal an. Wie gesagt, da sitzen Jugendliche, die alle eine Zigarette anhaben und dann gibt es große Werbeslogan, das liest jeder, aber das kleine, kleingedruckte, die kleine Werbebotschaft, die kleinen Sätze, die gegen das Rauchen sprechen würden, das liest natürlich keiner. Ist dir bewusst, was da abgeht?
Das ist keine Kampagne gegen das Rauchen, sondern eine beste Werbekampagne in unseren Schulen für Rauchen. Und das wird vom deutschen Bundesgesundheitsministerium organisiert und durchgeführt, finanziert mit dem Geld der Tabakindustrie. Diese Tabakindustrie fixt hier gerade mit Hilfe der Regierung unsere Kinder und Jugendlichen an. Ist dir das bewusst? Aber kommen wir doch mal zu den Zusatzstoffen, die da sonst noch so in Zigaretten reingemischt werden. Zum Beispiel Aceton in dem Tabak. Es wird beigemischt, weil es eine suchtfördernde Wirkung hat. Und tatsächlich kann man mit einigen gebrauchten Filtern, es geht nicht mit allen Zigaretten, aber mit einigen Filtern von gewissen Zigaretten, mit den gebrauchten Filtern kann man nachher Nagellack von den Fingernägeln entfernen. Ist das nicht unglaublich? Es sind über 4000 Zusatzstoffe und Gifte im Tabak von Zigaretten enthalten. Über 600 giftige Stoffe werden bewusst zugemischt oder zugemischt. Also nicht nur Rattengift und Aceton, nein, da kommen noch viele andere Stoffe. Und jetzt halte ich fest, da sind zum Teil drin giftiges Ammoniak, weil es erhöht die Suchtwirkung des Nikotins und kann so schneller nikotinsüchtig machen. Es wird vor allem dazu eingesetzt, um bei sogenannten leichten Marken mit einem geringeren Nikotinwert die gleiche Suchteffekt zu erhalten. Das ist einer von diesen Light-Zigaretten-Tricks. Wie zum Beispiel, dass da direkt beim Filter noch kleine Luftlöchlein gemacht werden, um somit den Raucher normale Luft mit einzumischen und daher glaubt, einen leichteren Geschmack beim Rauchen zu erleben. Wenn du eine leichte Marke rauchst, dann schau doch einfach mal die Zigarette an und die kleinen Löchlein direkt um den Filter rum. Diese Löchlein sind da, um Luft mit einzubeziehen. Und damit das ein bisschen besser dann der Nikotin in deine Lunge kommt, wird da einfach Ammoniak mit eingearbeitet. Ja? Zudem zeigen Studien, dass dieses Rauchen oft mehrere Zigaretten rauchen, öfters an der Zigarette ziehen und so oder so tiefere Lungenzüge machen, weil sie eben genauso viel Nikotin brauchen, um diese Entzugserscheinungen zu stillen, wie der Raucher, der normale oder starke Zigaretten raucht. Das tiefere Inhalieren des Rauchens hat zur Folge, dass daher noch ein schönerer und besserer Bronchialkrebs entstehen kann. Also auch das Leitzigarettenspiel ist nur eine Verarschung der Tabakindustrie, um das Geld der Raucher abzuzocken. Man spielt den Leuten da ein Schwachsinniges vor, aber der Raucher hat dann ein bisschen besseres Gefühl, weil er denkt, er raucht ja nur eine leichte Marke. Und das sei dann nicht so schlimm. Pustekuchen, nix da, Leitzigaretten sind wahrscheinlich schlimmer und ungesünder. Was für giftige Zusatzstoffe sind da noch im Tabak beigemischt? Da sind Stoffe drin, die den Rauch weniger bissig machen und die Farbe des Rauchens etwas durchsichtiger machen. Das ist dann nicht so schlimm für die Nichtraucher, die dann sonst immer reklamieren. Da sind Zusatzstoffe drin für einen guten Geschmack, wie Schokolade, Honig süßen den Rauch und den Geschmack. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du so eine frisch geöffneten Zigarettenschachtel riechst, dass da ein angenehmer, süßlicher Duft hat? Oder es gibt auch Menschen, die sagen, dass sie gerne frischen Rauch riechen oder dass gewisse Tabak, zum Beispiel bei Pfeifenraucher, angenehm riecht. Das ist Schokolade, Zucker und so weiter. Das sind alles Dinge, die man da reinschmeißt, um uns Raucher vorzuspielen. Rauchen ist was Angenehmes. Das klingt jetzt alles zwar ziemlich harmlos, ist es aber überhaupt nicht, weil durch das Verbrennen von Zucker krebsfördernde Stoffe entstehen, die wir dann inhalieren. Beim Verbrennen von Zigaretten entsteht auch Polium-210, eine radioaktive Substanz, sogenannter Alpha-Strahlen. Polium-210 wird vom Körper aufgenommen
und zurückgehalten, so dass der Rauch, also dass die Rauchlunge gegenüber Nichtraucher 3 bis 4 Mal so viel Poliumkonzentrat gefunden werden. Als Passivraucher, auch Passivraucher sind gefährlich, weil du auch durch Radioaktivität in dem Nebenrauch drin, so 30%, und in der Asche hat es radioaktive Substanzen drin. Und jetzt nicht, dass du denkst, dass es nur ein bisschen Strahlung, nein, gar nicht. Da ist eine ganze Menge Radioaktivität da drin. Wenn ein Raucher pro Tag ein Paket, also 20 Zigaretten raucht, verstrahlt er seine Lunge gleich so viel wie jemand, der sich pro Woche 5-mal die Lunge röntgen lassen würde. Also genau gesagt, im Jahr 250 Röntgenbilder von seiner Lunge macht. Stell dir mal vor, du würdest Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeden Tag eine Röntgenaufnahme von deiner Lunge machen. Würdest du das wollen? Und das jahrelang, bis an dein Lebensende. Wenn du das Rauchen von einem Paket, wenn du jeden Tag ein Paket rauchst, dann machst du das. Du rauchst 2 Pakete, das wären dann 500 Röntgenbilder deiner Lunge pro Jahr. Ja, da sage ich nur viel Spaß. Unter anderem hat der Tabakrauch auch den bekannten Kohlenmonoxid. Das ist der Stoff, der einen Menschen umbringt, der sich mit Autoabgas Selbstmord machen will. Inzwischen muss die Tabakindustrie aber darauf schreiben, wie viel Kohlendioxid da drin ist. Das gefällt der Tabakindustrie natürlich nicht und daher muss sie auch etwas dagegen tun, dass dieser hohe Wert runtergebracht werden kann. Sie setzt also die messbaren Kohlendioxidwerte runter. Wie macht man das? Man macht das, indem man Lithiumchlorid, heißt das glaube ich, ein anderer hochgiftiger Stoff in den Tabak beimischt. Das hat leider unangenehme Nebenwirkungen, weil es extrem tumor- und krebsfördernd ist. Aber einen messbaren Kohlendioxidgehalt tiefer deklariert werden kann damit. Die Tabakindustrie mischt also ganz bewusst krebserregende Gifte in den Tabak, um andere gesundheitsschädliche Substanzen zu verstecken, um so besser ihre Zigaretten verkaufen zu können. Zigaretten, die eigentlich kein Mensch braucht, weil sie nichts anderes tun, als den Süchtigen im Zustand von Sucht zu bringen, in einen Zustand dahin zu bringen, ein Wohlfühlgefühl, wo der Nichtraucher sowieso schon wäre, also völliger Schwachsinn. Und mal ganz ehrlich, wie pervers ist das denn eigentlich? Da hat es drin Blausäure, da hat es drin Benzol, Kalium, Blei, Quecksilber, Nitrosulfat, Nickel, ich weiß noch ganz nicht viele, ganz, ganz viele andere Substanzen, Schwefelstoffe, Oxidantien und ganz vieles Zeug. Es ist heute bewiesen, dass in der Zigarette ungefähr 600 giftige Stoffe zusätzlich beigemischt wurden, die eigentlich nichts im Tabak und schon gar nicht im menschlichen Körper zu suchen haben. Sie dienen nur dem einen Zweck, den Raucher süchtig bleiben zu lassen, weiter Zigaretten kaufen und es so schwer hat, das Rauchen aufzuhören und somit immer mehr Geld und Geld und Geld der Tabakindustrie abgeben muss. So, und nun möchte ich dich noch etwas fragen. Du hast doch sicher ein Lokal, eine Bar oder ein Restaurant, wo du regelmäßig etwas trinken gehst. So ein Stammlokal, ja, täglich ein Bierchen oder am Wochenende mal ein Caipirinha oder sowas, ja. Was wäre nun, wenn du herausfinden würdest, dass der Wirt in dein Getränk absichtlich 600 Gifte mischt und dich langsam vergiftet und krank macht, nur deshalb, weil du jeden Tag zu ihm im Lokal etwas trinken gehst? Was würdest du von so einem Wirten halten? Sagst du jetzt, das ist ein Verbrecher, ein Krimineller, den würdest du anzeigen, nie wieder dieses Lokal betreten? Aber genau das macht die Tabakindustrie mit dir als Raucher. Und solange du weiter rauchst, lässt du
es auch zu und unterstützt sie sogar noch. Es ist unglaublich, aber wahr. Ob du das hören willst oder nicht, aber die Tabakindustrie vergiftet und tötet Menschen und bereichert sich damit mit jedem, das ist ein Milliardenmarkt. Und ganz schlimm ist die Macht, welche die Tabakindustrie auf die Politik hat, weil der Staat extrem viel Steuern mit Tabak, in Deutschland sind es ca. 40 Milliarden, einkassieren kann oder möchte, lässt der Staat das einfach zu. Jeder vierte Raucher stirbt, weil er raucht, das ist nicht nur Lungenkrebs, sondern ganz viele andere Krankheiten. Wenn du das nächste Mal so gemütlich mit deiner Rauchergruppe zusammensitzt, dann zähl doch einfach mal deine Freunde mal durch, so 1, 2, 3, tot, 1, 2, 3, tot, 1, 2, 3, tot. Hä? Seit einigen Jahren werden so Warnhinweise wie Rauchen tötet, Rauchen macht Krebs und solche schrecklichen Bilder von Krebs auf die Zigarettenpakete aufgedruckt, anscheinend als Prävention. Also, nur als Raucher will ich das ja gar nicht wissen. Der Raucher verdrängt das ja und so und tut so, als wäre es nicht so. Was geschieht nun, wenn wir diese Warnung, diese Bilder bewusst, aber auch unbewusst, weil die meisten sagen, ich sehe das gar nicht mehr, was passiert, wenn wir die unbewusst wahrnehmen? Solche Texte, solche Bilder lösen beim Raucher immer einen leichten, unbewussten Stress aus, also ein Unlustgefühl. Und was macht ein Raucher, wenn er Stress erlebt, wenn er ein Unlustgefühl spürt? Was tut er dann? Ja, richtig, er greift zur Zigarette. Das bedeutet im Klartext, dass der Raucher durch diese Warnhinweise nicht mit dem Rauchen aufhören kann, vom Rauchen abgehalten wird, sondern im Gegenteil, der sich unbewusst gestresst gefühlte Raucher wegen diesen Hinweisen greift bewiesenermaßen, meine Damen und Herren, mehr zur Zigarette. Man muss kein Psychologe sein, um diesen Effekt zu erkennen, aber jeder Psychologe ist dieser Effekt absolut sonnenklar. Also auch hier verarscht uns die Tabakindustrie wieder. Es gibt seit 1964 Dokumente, die besagen, dass die Tabakindustrie weiß, dass sie ein tödliches Produkt verkauft, das Rauchen Krebs und viele andere schlimme Krankheiten verursacht. Die Tabakindustrie weiß das. Es gibt weltweit mehrere gerichtliche dokumentierte Fälle, die beweisen, dass die Tabakindustrie Wissenschaftler bezahlt hat, damit diese gefälschte Studien veröffentlichen, wie zum Beispiel das Rauchen, wie Passivrauchen als harmlos dargestellt wird und so weiter. Es ist zum Beispiel der Fall in Deutschland mit Philip Morris bekannt geworden, in dem Wissenschaftler für solche gefälschten Studien und Aussagen bezahlt wurden. Also, die Tabakindustrie weiß, dass sie Menschen vergiftet, sie weiß, dass sie Produkte, dass sie verkauft, süchtig und krank macht. Sie mischt bewusst 600 hochgiftige Zusatzstoffe zu bereits giftigen Tabak hinzu, um deine Sucht zu verstärken. Sie bezahlt Wissenschaftler für gefälschte Beweise und so weiter und so fort. Jetzt gibt es ganz klar eine Frage, willst du wirklich weiter so eine Organisation unterstützen? Mit jeder Zigarette, die du rauchst, finanzierst du das Tun der Tabakindustrie. Sei dir dessen einfach bewusst. Du finanzierst Mörder und bezahlst Geld an Mörder, damit sie dich ein Leben lang versklaven und dich dann langsam umbringen. Und da gibt es keine Schönrednerei, keine Ausrede, weil es einfach eine Tatsache ist. Ich weiß, meine Damen und Herren, ich weiß, liebe Raucher, das willst du hier nicht hören und nicht wissen, aber genau so ist es und da nutzt nichts Schönreden, das sind Fakten und da gibt es keine Entschuldigung dafür. Wieder einmal mehr, hier der Leitsatz, du bist Schöpfer, du trägst die Verantwortung, du kannst dich entscheiden, was du machst. Diese Machenschaften weiter unterstützen und weiter im Raucher-Hamsterrad gefangener Sklave sein
oder endlich die Finger aus dem Hintern nehmen und etwas zu tun, um solche Leute einfach nicht mehr zu unterstützen. Bitte sei mir nicht böse, aber manchmal braucht es klare Worte. Meiner Meinung nach ist das kriminell, wenn man diese Leute, die natürlich rein rechtlich das machen dürfen, aber trotzdem finde ich, jeder, der eine solche kriminelle Organisation unterstützt, ist mitverantwortlich und somit finanziert jeder Raucher mit. Vergiss nicht, diese Leute fixen unsere Kinder in den Schulen, überall, mit Hilfe des Staates und der Schule an, um aus ihrem Leben lang zahlende Suchtsklaven zu machen. Hast du selber Kinder? Willst du so etwas weiter unterstützen? Das ist die Frage, die du dir selber stellen musst, die musst du vor deinem Gewissen stellen. Glaube nicht, was ich da alles erzählt habe, recherchiere selber, überprüf diese Aussagen. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Die Verantwortung liegt bei dir, denn nur du kannst entscheiden. Jetzt weißt du, um was es geht, jetzt weißt du, um was es geht und jetzt weißt du auch, warum ich aufgehört habe zu rauchen, weil ich solche Verbrechen nicht mehr unterstütze. Weltweit und gerade auch in den USA laufen deswegen Tausende von Gerichtsverfahren gegen die Tabakindustrie, aber sie sind inzwischen schon so mächtig, dass es ihnen egal ist, auch mal ein paar Millionen Dollar Strafe zu bezahlen. Das Problem ist, dass der Staat mit den Tabaksteuern so richtig viel verdient und sich das nicht leisten kann, also Zigaretten zu verbieten und wirklich keine Tabakindustrie etwas dagegen vorzunehmen. Ja, die Tabakindustrie hat das wirklich clever gemacht. Wie kannst du etwas dagegen tun? Am besten aufzuhören. Hör auf zu rauchen, lass das. Raus aus diesem Teufelskreis. Es macht auch keinen Sinn, Nikotinersatzprodukte wie zum Beispiel Kaugummi, Pflaster und so weiter zu kaufen, weil es geht darum, du musst wegkommen von der Nikotinsucht. Lass dich da von einem Therapeuten beraten, aber lass dir nicht, wie gesagt, keine Nikotinpflaster, keine Nikotinkaugummi, keine anderen Nikotinprodukte einreden. Ein Heroinsüchtiger, wir brauchen keine Nikotinersatzprodukte, wir müssen wegkommen vom Nikotinsucht. Vergiss also die sogenannten Nikotinersatzprodukte wie Pflaster, Nikotinkaugummi. Das sind alles, ist ein weiterer Betrug der Tabakindustrie in den Zusammenarbeiten mit der Pharmaindustrie. Die Tabakindustrie verkauft der Pharmaindustrie das Nikotin für solche Produkte. Das Ganze ist so aufgebaut, dass du damit nicht aufhören kannst. Du brauchst keine Ersatzprodukte, weil du Nikotin nicht ersetzen musst. Es ist etwas, was der Körper braucht, kein Nikotin. Es ist ein Gift. Ein Heroinsüchtiger ist ein Heroinsüchtiger, solange er Heroin in irgendeiner Form zu sich nimmt. Egal, ob er sich spritzt, raucht, schluckt, irgendwo hinklebt. Und das Gleiche gilt für Nikotin. Der Raucher ist nikotinsüchtig, egal, ob es Nikotin raucht, kaut oder über die Haut aufnimmt. Es gibt nur einen Weg aus der Sucht, kein Nikotin mehr dem Körper zuzufügen. Du musst aus diesem Teufelskraus der Nikotinsucht raus. Dann verschwinden die Entzugserscheinungen und somit das Unlustgefühl. Es geht übrigens maximum 2 bis 3 Tage, dann ist der körperliche Entzug völlig erledigt. Es gibt da ganz gute Bücher darüber, es gibt da ganz gute Seminare, Kurse, wir in Gran Canaria, wir machen eine Nichtrauchertherapie, die sehr erfolgreich ist, geht eine Woche. Es gibt Therapeuten in Schweiz, in der Österreich, die dir helfen können. Such dir jemand, wenn du es glaubst, dass du jemand brauchst, der dir hilft. Aber geh weg aus dieser Sucht, sie ist absolut sinnlos. Nimm dein Leben selber wieder in die Hand. Werde zum Nichtraucher. Es lohnt sich und ich lade dich dazu ein, in ein rauchfreies, suchtfreies Leben. Ich danke für die Aufmerksamkeit und schönen Abend noch. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank.